Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Hand of Fate. You display marvelous dexterity for one who seems such an oaf. Alter, der hat uns gedisst. Da hat er gesagt, wir sind ein Depp. Na gut. This time goes better for you. Also, meine lieben Freunde, wir haben beim letzten Mal im Story-Modus leider gegen den Pestboom verkackt, muss man ja mal sagen. Warum haben wir verkackt? Weil wir mega krasses Pech hatten. Ist meine Meinung dazu. Also, was wir auf jeden Fall wegnehmen werden, Leute. Das hier. Das Mohnblumenfeld. Will diese Karte mich eigentlich verarschen? Wegen dieser Scheiße haben wir eigentlich verloren, finde ich. Ein Hinterhalt, der gewundene Pfad. Ich weiß nicht mehr genau, was der macht. Komm, wir nehmen lieber den hilfreichen Priester. Da haben wir jemanden nochmal mit dabei, der uns hilft, wie der Name schon sagt. Das war echt, ein hartes Match gestern. Bis zum Pestbuben sind wir gekommen. Leider nicht in der Verfassung, wie wir hätten ankommen sollen, sodass wir ihn vielleicht noch in den Arsch hätten treten können. Aber hey. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. So, das ist ein interessanter Dungeon hier. I am different. Wir My powers gehen are hier genuine. Der Fluss direkt. Sauber, Leute, der Fluss direkt. Und wir versuchen den Fluss natürlich wieder zu durchqueren, würde ich sagen. Falls wir Pech haben und einen Fehlschlag ziehen, weiß ich nicht genau, was passiert. Select your desire. Werden wir jetzt aber herausfinden. Wollen wir doch mal schauen. Der Geber zieht ja eine Verlustkarte. Verliere 30% Gold. Das ist eigentlich scheißegal für uns, denn wir haben sowieso kein Gold gehabt. Also total belanglos gewesen. Und wir gehen jetzt nach hier oben. Herr Leo, sehr schön. Ah, den wollte ich rausnehmen. Mist, ganz vergessen. Ich bin Herr Leo, bla bla bla. Weil die Sache war ja hier, gib ihm das Brot von deinem Teller. Wir haben schon ein Schild, soweit ich das jetzt weiß. Und deswegen, ich gebe ihm trotzdem ein Brot. Jetzt kommt hier nämlich, er beobachtet dich eine Weile und schlägt dann mit der Hand auf den Tisch. Aha, ich weiß, was du willst. Er greift hinter dein Ohr und als er die Hand zurückzieht, liegt ein Geldbeutel mit lauter Münzen darin. Magie heißt, an sich zu glauben. Der Geber zieht dir 4 Goldgewinnkarten. Okay, das hatten wir letztes Mal nicht. Wow, also, wow, riesiges Glück. 40 Gold. Geile Wurst. 15 Gold. Glückliche Fügung. Die glückliche Fügung mit 3 Gold. Ja, okay, besser als gar nichts. Und Good Fortune mit 20 Gold. Da haben wir auf einmal 78 Gold. Und er klaut sich wieder eine Zwiebel und ist dann weg. Sehr schön, danke Herr Leo. Dann ist hier schon die Mitfahrgelegenheit. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, ob wir noch... Ja, komm, nee, ich fahr jetzt mit direkt. Ist egal, die eine Karte lassen wir liegen. So, hier müssen wir sowieso recht viel durchstreiten. Also 4 Karten müssen wir auf jeden Fall. Das Labyrinth der Fallen. Okay, ist eigentlich auch eine dankbare Karte. Ich möchte die Höhle betreten. Da bekommen wir ein bisschen Belohnung. Und zu schaffen ist das eigentlich auch, muss ich ehrlich sagen. Klar, ich habe mich da schon 2-3 Mal ein bisschen doof angestellt. Aber eigentlich... Ist das Labyrinth der Fallen eine lösbare und dankbare Aufgabe? Okay, alles klar, dann würde ich mal sagen... Ah, oh, ey! Das ist doch nicht wahr. Oh Gott! So, Junge, konzentriere dich mal ein bisschen. Was ist denn los mit dir? So, hier sind wir durch. Okay, okay, okay. So, pass auf. Okay, das wäre auch geschafft. Kann die so nach oben gehen? Danke. Und... Ah, schon wieder. Ach, Leute. Oh, genau rein. Oh, nochmal. Ey, wenn ich jetzt am Labyrinth der Fallen sterbe, wie peinlich wäre das, bitteschön. Ich habe 80. 80. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. 80 HP im Labyrinth der Fallen verloren. Geil. Echt geil. Wir bekommen einen Ausrüstungsgegenstand. Den Heilerring, na immerhin. A tool used by those who made life better for others, now in your hands. Also, wann immer wir geheilt werden, erhalten wir ebenfalls ein Gold.
Ja gut, wir werden jetzt für lange Zeit geheilt. Das ist doch schon mal schön. Wir dürfen 3 ziehen und eine behalten. Das ist eigentlich auch geil. Oh, die flinken Manschetten. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit des Trägers. Always better. Stimmt, schneller ist immer besser. Wir haben noch die Engelsflügel und den Atem der Standhaftigkeit. Ich würde mit denen gerne nehmen, denn dadurch werden unsere Rationen noch ein bisschen besser aufgeteilt. Den Schild möchte ich natürlich ausrüsten, sonst hätte ich den noch nicht genommen. Und noch eine weitere Ausrüstung. Oh, ich sehe gerade, sorry Leute, mein Mauszeiger, den tue ich mal hier unten hin. Die verzweifelten Mittel. Diese Keule teilt umso mehr Schaden aus, je niedriger die Gesundheit des Spielers ist. Dann müsste ich jetzt ja richtig viel Schaden austeilen. So, packen wir die auch rein. Und ja, damit hätten wir alles geschafft. Und wir gehen einen Schritt weiter. Bekommen dafür Gold und einen Laden, wo wir unsere 79 Gold vielleicht an den Mann bringen können. Lass uns auf jeden Fall mal das Angebot abchecken, würde ich sagen, was der so in seinem Laden zu verkaufen hat. Und dann lasse ich mich da gerne von ihm beraten, was wir holen könnten. Rationen sind immer gut eigentlich. Gegenstand verkaufen. Ich habe eine Axt, ich habe ein Schild. Ich kann den normalen Schild theoretisch verkaufen, bringt aber nur 2, ist eigentlich scheißegal. Gegenstand kaufen. Den riesigen Hammer haben wir hier. Die Axt, die Keule und die Mütze des Fledderers. Wann immer der Spieler Rationen verdient, erhält er 45% mehr Rationen. Mehr Rationen sind eigentlich auch immer geil, ne? Ich meine, gut, der riesige Hammer ist schon nice, ne? Mit den 35. Und mit dieser mächtigen Explosion, das ist auch geil. Hat uns letztes Mal teilweise den Arsch gerettet, muss man schon sagen. Jetzt haben wir aber schon eigentlich eine recht interessante Waffe hier mit dem verzweifelten Mitteln. Die machen auch viel Schaden. Haben halt nicht den Bumper-Effekt. Aber die dann, ja, das weiß ich nicht. Da würde ich schon fast sagen, lasst uns mal die Mütze des Fledderers probieren. Die kennen wir ja noch nicht. Und die ist 25 wert. Zack. I'm sure you've learned how valuable resources are by now. Ja, das habe ich letztes Mal auch begreifen müssen, dass wir die Rationen vielleicht behalten sollten. Wunden heilen. 10 Gesundheit kosten 8, 15 Gesundheit kosten 10. Nee, lass gut sein. Rationen, 10 Rationen, 30. Brauchen wir noch so viele Rationen? Ich bin mir unsicher, wenn nachher wieder dieser Bauerndingens kommt. Wir haben noch 54 Gold. Ich könnte mir sogar noch den riesigen Hammer holen. Komm, das machen wir. Wir holen uns auch noch den riesigen Hammer. Form follows function and vice versa. In this case, der war geil letztes Mal. Jetzt habe ich fast kein Gold mehr. Ich behalte dann aber erstmal meine Items. Möchtest du den Laden wirklich verlassen? Ja, das möchte ich. Okay, gute Karte gehabt, Glück. Aber ich glaube, das schlägt nachher wieder um. Gestern haben wir auch erst richtig gut losgelegt. Und dann irgendwann auf die Fresse bekommen, der hilfreiche Priester, Leute. So, der wandernde Priester gibt dem Priester die Hälfte deiner Ration. Ne, kann ich nicht machen. Sorry, kann ich nicht machen. Hast du die Hilfe der Götter nicht nötig? Lebe wohl. Okay, sauber. Er ist aber nicht sauer auf uns, also wir bekommen jetzt keinen Fluch. Das hätte ja auch sein können, dass er uns jetzt verflucht. Die Treppen. Ja klar, nehme ich die Treppen und gehen noch weiter nach unten und weiter geht's. Die Schatztruhe. Open the chest, see what it contains. Okay. Während du ein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende einer Halle. Die Truhe birgt vielleicht großen Reichtum, aber die Kammer könnte mit Fallen gespickt sein. Okay. Nähere dich der Schatztruhe. 2 Erfolge, 2 Fehlschläge. Eine 50-50 Chance. Eine 50-50 Chance. Und ich würde sagen, wir drehen direkt diese Karte um und das war sogar der Erfolg. Sauber. In der Halle ist kein Ton zu hören, als du dich vorwärts bewegst. Du näherst dich der Schatztruhe. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Oh, okay, guck mal, da ist noch eine Schatztruhe jetzt. Die Schatztruhe sieht mitgenommen, aber noch unberührt aus. Welche Schätze mag sie bergen? Versuch sie aufzustemmen. Oh, nur ein Fehlschlag. Nur ein Fehlschlag, nur ein Fehlschlag, nur ein Fehlschlag. Und ich glaube, diesmal wird die Karte mir wieder Glück bringen. Ey, die Karte hat sich gegen mich verschworen heute. Die mächtige Truhe hält deinen Versuchen hartnäckig stand. Du gehst enttäuscht fort. Nein, oh Mann. Na gut, ich meine, kein Schaden genommen. Das ist auch schon mal was wert. Deswegen lasst uns auf die nächste Karte gehen. Und da ist er, der wütende Mob. Will you step in and earn their ire? Nee, ich werde versuchen abzuhauen, glaube ich.
Versuche dem Mob auszuweichen. Du machst auf den Absatz kehrt und entfernst dich vom Mob. Okay, packt ihn, ruft jemand. Vielleicht können wir es ja schaffen. So. Wir nehmen die Karte hier. Yes! Oh, die andere hätte mich wieder in den Ruin getrieben. Die ausgehungerten Bauern haben nicht die Kraft, dich einzuholen. Alles klar, weiter geht's. Des Teufels Wahl. Though I admire his ilk, I live by very different rules. Den kennen wir schon, ne? Ich bin hier, um deine Stärke zu testen, sogenannter Held, genau. Gegen wen ich kämpfen möchte, dann sag ich diesmal die, weil der nimmt ja dann die anderen beiden. Das heißt, wenn ich jetzt die drei sag, gibt er mir vier Gegner. Ja, die, gegen die möchte ich gerne kämpfen. Haha, siehst du? Genau. Wenn ich jetzt nämlich eine 2 genommen hätte, hätte ich noch einen Gegner mehr. Aber gegen 4 Staub sollten wir eigentlich sowieso bestehen. Aber in diesem Spiel ist vieles möglich, wie ich schon lernen musste. Oh, die starten da hinten in der Nähe von den Fallen. Wir bekommen die Mütze des Fledderers. Wir bekommen unseren Schild, unseren riesigen Hammer. Und ich bin gespannt, ob die Gegner uns irgendwie etwas entgegenzusetzen haben. Und... Oh! Zack, okay. Und... Komm schon, das Schild. Muss immer schön abwehren. Bam! Zack. Und rein mit dir ins Feuer. Brauchst du nicht mal mehr. Der Hammer regelt, Leute. Okay, schöne Runde. Wir haben keine Lebensenergie verloren. Dieser Dungeon beginnt wieder richtig schön. Trotzdem habe ich ein bisschen Schiss. Oh, 3 Gewinnkarten. Einmal eine Ausrüstung. Der Söldnervertrag. Drücke rechter Bumper, um eine Aura zu aktivieren, die mit jedem gelungenen Schlag Gold fallen lässt. Okay, nice. 3 Rationen. Die können wir auch gut gebrauchen. Und 15 Gesundheit. Ein Heiltrank. Das ist gut, weil Gesundheit, ihr wisst ja, wir haben ein bisschen Schaden schon erleiden müssen. Alles klar, Leute, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal ein Cut für heute. Wir sehen uns natürlich später wieder zur zweiten Runde von Hand of Fate. Und ich hoffe, dass wir dann diesen Dungeon abschließen können. Sei mit dabei und ja, schalte nachher wieder ein. Bis später, mein Freund.